noch über jemanden wie zum Beispiel Cheerleader Melissa, damit sie auch sehr hart war. Und jetzt hat sie Wessner unter Kontrolle erstmal in diesem Armhaltegriff. Ja, ich bin gespannt, weil Wessner, wie gesagt, kann auch einen sehr harten Stil mitgehen. Letztes Mal bei Night in Motion on Top of the Game haben wir Wessner gesehen, wie sie beim Match zwischen Armchair und Crazy Sexy Mike eingegriffen hat. Und ja, da hat sie mit harten Aktionen auch die Entscheidung herbeigeführt. Was soll man noch zu Wessner sagen? Also, ihre Vergangenheit spricht ja einfach Bände. Ihre Siegesserie, die kann man auch nicht oft genug ansprechen.